bei Miss Zirkon. Und willkommen zurück in der neuen Episode von Ratchet & Clank Rift the Part. Episode 14 sind wir hier und... Ich wollte gerade sagen, wer wir jetzt hier bekuschelt. Genau, wir hatten ja beim letzten Mal hier diesen Power-Schwung hier geholt. Und damit geht's jetzt auf zum Flicker. Reparieren wir den Meister. Ich gebe zu, dass der Flicker ein Riesenroboter ist, hatte ich nicht erwartet. Wenn er nicht gegen Piraten kämpft, ist er ja vielleicht ein Sandsteinriese. Untypisch für Riesenroboter, aber warten wir es ab. Genau. Oh, warten wir es ab. Boink. Ja, da weiß ich jetzt natürlich nicht, wie die Reichweite ist. Ja, Reichweite ist kompletter Schrott. So, dann machen wir mal wieder... Das war Glück. Machen wir wieder ein bisschen... Shocking. Autschen. Das nicht an? Okay, ich treffe also nur, wenn da das Rote zu sehen ist. Alles klar. Ja, ist ja auch ein bisschen widerlich, oder? So, holen wir uns erstmal Munitionsnachschub, Cash. Was sagt Geld eigentlich? 16.500. Ah! Was meinst du? Könnte Spaß machen. Wenn es denn sein muss? Ja, klar. Oh, dieser Geruch ist so. Tja. Oh! Vielleicht Zeit für einen letzten Flitzkäferritt. Ein Flitzkäferritt? Na komm. Let's go. Hallo? Da oben. Okay. So. Ja, hier könnte natürlich jetzt einiges versteckt sein. Das ist halt die große Frage. Oh gosh! Ja, das Ding ist, hier gibt es ja natürlich auch keine Karte. Aber ich denke mal, prinzipiell wird er nur das hier sein. So, was haben wir hier? Gefällt mir das. Und wo ist jetzt der Ausgang? Lombax Prätorianer Kopf. Wir haben schon ein bisschen was. Galaktischer Schutztrupp. Nahkampfschaden ist um 5% erhöht. Okay, Robopirat. Schaden von Piraten 5% reduziert. Lombax Prätorianer. 10% verdientes Raritanium. Das ist schon echt cool. Ah, nein. Nein. Q-Force? Nein. Captain Starshield? Nein. Holoflux? Hat ja leider keinen Boost. Schade eigentlich. Aber okay, passt schon. So, das war's eigentlich. Dann raus hier. Ja, immer noch seltsam. Seltsam, aber faszinierend. Okay, auf zum Flicker. Genau. Let's go. Hast geschafft. Er sagt, sie hat vor, den Flitter zu flicken. Also, beschert ihr einen raschen Kurs. Toll. Das wir unser Schiff versenkt haben, wirst du bezahlen. Mach sie fertig, Matrosen. Ihr hättet es auch nicht kaputt schießen müssen. Benutzt den Spaltstrahl bei den Spalten für einen neuen Angriff. Aha, dachtest du etwa, du könntest so leicht entkommen? Immer her damit, Pierre. Ich warte darauf, dass du selbst runterkommst und mit mir kämpfst. Hast du etwas gesagt, Pierre? Ich höre gar nicht mehr zu. Wie soll ich ohne meine Herzschreibung weiter? Ach, Mann. Gut, dass du das nicht herausfinden wirst. Schön. Klar. Was auch sonst? Ihr seid nicht besonders gut. Wirf mich nicht mit den Versagern mit einem Kopf. Ich bin nur das Gesicht der Operation. Ja, Gesicht der Versagen. Des Versagens.
Ah, oh, schön. So. Boah, ich mag die Dynamik hier. So, boom. Boom. Nicht schlecht. Mal, wie viele von diesen kleinen Viechern gibt's denn hier? Ist ja auch schlimm. Vielleicht versteht Pierre den Hinweis jetzt. Meiner Erfahrung nach eher nicht. Würde ich auch sagen. So, genau, da gab es noch den einen großen. Oh je, das wird nochmal nerven. Okay, so, was habe ich da? Okay, ist ein Schwunghakenziel. Tja, da drüben gibt es sonst nichts weiter. Was? Ach so, das war dieser Partypilz. Okay. Miau. Der Flicker ist erledigt. Das werden wir ja sehen. So, was gönnen wir dir? Lass mal ein bisschen den grünen Daumen. Let's go. Nicht aufgeben. Wir sind dem Flicker so nah. So sieht's aus. Tja. Partypilz regelt. Oh, wow. Ich wollte eigentlich die Waffe einsetzen. Alter, ich habe hier einfach drei, vier Pilze. Wie irre. Zotteliger Pilz wird Pierre nicht vernerven. Oh, wow, jetzt kommen schon wieder Minions. Cool. So. Ja, das ist leider leer. Wird ein Wischmopp für unser Deck. Schon genug? Niemals! Niemals! Au. Na komm, der hält doch nicht mehr lang durch. Oh, die Waffe ist leer. Ouchen. Nicht so winziger Watcher. Oh, nicht schlecht. Ach, die Namen. Die Namen. So, was können wir jetzt sonst noch einsetzen? Ja, komm, mach mal wieder den Bohrer hier. Ja, ist leider munitionstechnisch ein bisschen für einen Eimer. Ich hänge hier ein bisschen fest. Sehr schön. Bye bye. Was ist, wenn das Phasenquarz irreparabel ist? Dann haben wir echt ein Problem. Aber wozu sich schon jetzt darum sorgen? Tja. Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Ja, ich bin frustriert und aufgeregt. Lies die Flaggen und meldet den anderen. Wir müssen sie von den Flicker fernhalten. Wünsche ich euch viel Spaß mit. So, wir haben hier zwei Richtungen. Einmal da hoch und da lang. Was sagt die Karte? Tja. Verdammt. Ja, es könnte jetzt beides dahin führen. Mal gucken. Ich schaue mich erstmal hier drin um. Oh, die Amöben. Amöben. Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Okay. Okay. Sollte hier jetzt nicht noch irgendwas sein? Ah. Das ist ja seltsam. Es sollte hier nicht was sein. Ich habe wirklich keine Ahnung. Okay, ab zurück. Sehe ich da irgendwas? Okay, müssen wir auf den Kartomaten warten. Auf zum Flicker! Abflug. Na dann. Einmal rüber.
Schön. Wie genau flicken wir den Flicker? Wir müssen ihn wohl erst einschalten. Ja, super, das kann ja heiter werden. Wegen seines Defekts ausgeschaltet? Das muss der Einschalter des Flickers sein. Na dann, schalten wir ihn mal ein. Hallo? Bist du, okay? Nein, ich bin kaputt, wie alles andere hier. Nichts kann repariert werden. Na super, der Flicker auf Depressionen. Oh je. Gar nichts! Ja, der hat ganz große Depressionen. Depressionen, die auf Aggressionen ausgehen. Konzentriere dich bitte aufs Gleiten. Ja. Er reißt hier alles nieder. Schrott, voraus! Yep. Sehr schön. Dann müssen wir ihn jetzt irgendwie beruhigen. Nutzlos und vergänglich. Zerstörung ist unser Normalzustand. Was? Ist er jetzt der Brecher? Ah, noch ein Gebrochener. Du musst deine Gebrochenheit akzeptieren. Spricht er gerade über mich? Wegen deines Arms? Hör nicht auf ihn, Boots. Wenn du gebrochen bist, bin ich's auch. Und ich finde uns ziemlich cool. Das sind doch mal richtig gute Worte. Denn mir fällt es schwer nachzudenken, während ich vor einem riesigen, mörderischen Roboter flüchte. Ich arbeite daran. Cool. Eieieiei, so, einmal darüber. Die Mine stürzt ein. Toll. Reparieren ist Erleuchtung. Doch ich verdiene keine Erleuchtung. Mir fehlt die Weisheit. Weisheit? Ich habe eine Idee. Bin ganz Ohr. Ich bin gebrochen. Ich kann nicht flicken. Ich bin unflickbar. Nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen. Oh, das ist schon spannend hier. Wow. Oh je. Ja. Einfach alles fällt auseinander. Aufhören, bitte. Tatsächlich aufgefangen. Ich bin repariert. Was machst du denn da? Improvisieren. Ich mag anders sein als vorher, aber dank dir weiß ich, ich bin immer noch Clank. Ich bin sehr erleichtert. Als die Volade mich um Schutz baten, hat mir das die Augen für wirklich sehr viele kaputte Dinge geöffnet. So viele davon. Und das hat dich erschüttert. Doch jemand anderes flicken zu können und zu sehen, dass noch nicht alles verloren ist. Wie kann ich euch dafür nur jemals danken? Kannst du das flicken? Cool. Vielen Dank. Ihr habt gerade einem alten Riesenroboter neue Hoffnung geschenkt. Ich bin es, der euch danken muss. Na dann, geht es weiter. Schön. Kehren wir zum Schiff zurück, okay? Ja, ich hoffe, Ratchet hatte es leichter, einen neuen Dimensionator zu bauen. Leichter und bestimmt nicht. Reden wir darüber, dass du mich vorhin gerettet hast? Hab ich das? Hast du. Das scheint selbst in meiner Dimension deine Art zu sein. Danke, Rivet. Du hast
hast den Großen zurückgeholt. Hast du ihm von meinem Premium-Schrott erzählt? Was meint er? Ach egal, ich erzähl's ihm. Mach das lieber selber, genau. Uiu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 i, nicht schlecht, nicht schlecht. So, wir haben hier jetzt keine Secrets weiter entdeckt. Und Sammelsurium habe ich auch alles eingesammelt. Cool, damit ist der Planet abgeschlossen. Cool. So, jetzt müssen wir da hoch, alles klar. Gehen wir mal weiter. Und Feuer. Hat Ratchet das jetzt eigentlich auch? Weiß ich jetzt gar nicht. Hm, eigentlich ja nicht. Na gut. Sehr schön. Okay. Wenn man einen neuen Dimensionator bauen kann, dann Ratchet. Ja, auf zur Kedaro-Station auf Cordelion. Let's go. Ratchet hat keinen Ärger. Jetzt heißt es wieder eine Runde mit Ratchet durch die Gegend heizen. Auch nicht schlecht. Mal gucken, ob wir einigermaßen vorankommen. Now Ratchet und Kid. Das ist ein Ozean. Ziemlich cool, oder? Und stell dir vor, wenn wir dieses Ding schmieden und die Dimension retten, kannst du ein ganzes Universum erkunden. Hast du denn keine Angst vor der Zukunft? Wo doch so viel ungewiss ist. Ich hab schon, du hast auf Savali gefragt, ob ich meine Familie finden will. Eine lange Zeit wollte ich das auch. Ich meine, das wollte ich wirklich. Aber je näher ich diesem Ziel kam, was, wenn sie ganz anders sind? Was, wenn sie mich ganz furchtbar finden? Ich meine... Okay. Wir sind da. Na gut. Die Kedaro-Station birgt die geheimsten Forschungen des Imperators und die einzige Rubion-Schmiede, die mächtig genug für den Bau des Dimensionators ist. Also unsere einzige Chance. Gut zu wissen. Klasse. Haben wir wirklich keine anderen Möglichkeiten? Das ist schon ein bisschen mager, oder? So, wie sieht es denn kartentechnisch aus? Ja, doch, es war der Planet. Ach du meine Güte. Hier gab es mal einen ganz seltsamen Bug. Ich frage mich, ob der inzwischen behoben wurde. Bei 3 Jahren kann man das ja wohl hoffen. Aber wir werden mal sehen. Gepriesen sei der Imperator! Und nein! Der Aufzug kommt runter! Hoffentlich ist das nicht der einzige Weg in die Station. Doch, wahrscheinlich schon. Brutzel. So, wo ist eine andere da? Genau, brüsselt euch gegenseitig weg. Sehr schön. Ah, wunderbar. Ja, die Waffe ist schon echt gut. Ich habe auch gleich mal neues, frische Munition. Fällt mir. Oh, 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 oh. Nee, nee, nee. So nicht, so nicht. Eieieiei. Okay. Da ist noch einer. Ja. Sehr schön. Na komm. Knack. War's das? Wegen der Abriegelung ist der Haupteingang wohl tabu. Können wir uns umsehen? Es muss noch einen Weg geben. Ach klar, wir werden schon was finden. Hoch. Aber erstmal gönnen wir uns ein paar hübsche kleine Kisten. Naja, wirklich nur ein paar. Mal gucken, was haben wir hier? Mehr Geld, Munition für die Blitzableiter. Munition, was bist du denn für einer? Okay. Oh, oh, oh. Und tschüss. Miss Turkan ist wieder im Geschäft. Kommt vorbei. Na dann. Gönnen wir uns. Friere deinen Feind.
fallen ein mit Miss Zurkons neuester Errungenschaft, der Kaltfront. Na okay. Kaltfront, könnten wir uns sogar direkt leisten. Das ist ein echtes Schnäppchen. Aber ich hätte Lust auf die Todeshandschuhe. Also sag Hallo zu deinem persönlichen Schicksalsagenten. Wirf einfach ein Todesei. Okay. Um sie loszulassen und sie beißen die nächsten Gegner, die sie sehen. Sag Hallo zu deinen kleinen Freunden. Todeshandschuh. Klein, aber bösartig, hungrig und fokussiert. Sie folgen dir, wohin du auch gehst. Zieh den Feuerabzug Kalb zum Zielen und dann komplett, um deine bösartige Armee von Wartenbeißern zu entfesseln. Okay, da bin ich gespannt, wie die so drauf sind. Diese kleinen Schlingel wirst du einfach lieben. Ja, schauen wir mal. So, wir gönnen uns natürlich erstmal Aufrüstung. Und zwar erhöht Tempo der Agenten. Na dann her damit. Agenten visieren Gegner von weiter weg an. Das dürfte wichtig sein. Und erhöhe die Anzahl der Agentenangriffe von ihrer vor ihrer Deaktivierung. Okay. Geht nichts über eine tödliche Aufrüstung. Ja. Gut. So, dann gönnen wir... Oh, was macht der hier? Ein zusätzlicher Hund kann das Ziel anvisieren und gleichzeitig abgefeuert werden. Oh, auch nicht schlecht. So, Säuresprinkler, Querschläger. Kann bei jedem Schuss zusätzliche Male abprallen. Ah, mal gucken. Dieses Goldstück bettelt um eine Aufrüstung. Ah, das wollen die alle. So, was haben wir hier noch? Splittert sich dann hier in Zeit verzögert. Ach so. Mist Partypilz. Ja, ist auch schon Max-Stufe. Das dauert noch ein bisschen. Erhöht die Anzahl von Gegnern, die elektrisiert werden können. Schüsse fliegen weiter. Ja. Das dürfte schon gut sein. Und das hier gönnen wir uns auch noch. So, Megatron-Beschleuniger. Ja, da würde ich ganz gerne noch reingehen. So, und dann gehen wir gegnerische Geschosse verdampfen im Strahl. Oh, das wäre natürlich nicht schlecht. Ansonsten aufgenommene Munition aus Kisten um 2 erhöhen. Ja, ich würde erstmal hier lang gehen. Das nenne ich mal eine Aufrüstungskette. Empfiehl mich gern weiter. Ja, gerne. So. Auch interessante Bots hier. Cool. Na gut, was bist du denn für einer? Oh, das ist Blizzon. Ein übliches Element zur Energiespeicherung. Aber wieso sieht es so lila aus? Vielleicht hat das mit all diesem Dimensionschaos zu tun. Wenn dem so ist und wir draufschlagen, bringt es uns entweder in eine andere Dimension oder lässt uns implodieren. Ah. Cool. Implodieren ist nicht gerade eine gute Alternative. Ach, wisst ihr was? Fällt dir was Besseres ein, als auf das Blizzon zu schlagen? Nur gucken und nichts sagen. Okay, cool. Ja, weiß nicht. Ich würde sagen, das Ganze machen wir hier dann doch erst in der nächsten Episode. Ja, heute ein bisschen kürzer. Ich danke wieder fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!